Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie ihr in der Überschrift schon gelesen habt, geht es heute um ein Get Ready With Me. Und zwar habe ich eine Palette, die ich gerne mit euch testen möchte. Die findet ihr auch online noch, also die gab es jetzt bei DM vor kurzem. Dort ist sie, glaube ich, mittlerweile ausverkauft, aber online bekommt ihr sie teilweise noch. Und ich finde sie richtig, richtig schön und ich bin noch gar nicht richtig dazu gekommen, die auszutesten. Und würde das jetzt gerne tun. Und als erstes starten wir jetzt mal mit dieser Augencreme hier. Die ist von Kaiko. Ist eine Augencreme. Die kommt hier in so einem Töpfchen, so einem Tiegelchen. Und die gebe ich mir jetzt einfach mal auf die Augen auf. Als nächstes verwende ich diese Tagescreme hier, die ist von Nivea, die Glow, der Beauty Primer 2-in-1 Tagespflege und Make-up-Basis für trockene und sensible Haut. Und das ist hier so eine gelartige Formulierung. Die gebe ich mir jetzt hier einfach mal im ganzen Gesicht auf. Und die riecht auch so lecker, also die riecht richtig, richtig gut, die Creme. So ein bisschen nach Nivea und aber auch so ein bisschen fruchtig. Also ganz, ganz toller Duft ist das. Und die kann jetzt hier einfach schon mal einziehen. Als nächstes verwende ich hier von Rival de Lupian die Eyeshadow Base. Dann nehme ich mir einfach hier so ein bisschen was auf den Finger, gebe das auf meinen zweiten Ringfinger und trage mir das hier einfach mal auf. So, und das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen einziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir starten jetzt einmal mit dieser Basic Moment Palette von Zoeva und da gehe ich jetzt hier einfach mal in den obersten matten Ton rein, das ist der Make It Last. Nehme hier einfach so einen flachen Pinsel und verteile mir das einfach mal auf das Augenlid, um das Ganze hier zu setten. Als nächstes nehme ich mir hier von BH Cosmetics einen Blender Pinsel. Das ist die Nummer 5 aus der Pro Studio Reihe und gehe damit in den Farbton Never Ending. Das ist der hier aus der Mitte und gebe mir den in die Lidfalte. Und blende den auch gleich so ein bisschen nach oben hin aus und wiederhole das auf der anderen Seite. Als nächstes nehme ich mir hier von Zoeva die 227, den Luxe Soft Definer und gehe hier in den untersten Ton Ever hier rein und gebe mir den hier ins äußere V rein. Und dann nehme ich den Pinsel von vorhin nochmal und verblende das auch nochmal, ohne jetzt nochmal Produkt aufzunehmen. Als nächstes verwende ich hier von Bella Pierre diese Pro Concealer Palette. Die war ja in der vorletzten oder vorvorletzten Glossy Box drin. Und da verwende ich jetzt einfach mal diesen mittleren Ton hier. Nehme mir einfach mal hier so einen flachen Pinsel hier in diese mittlere Farbe rein und gehe hier auf den vorderen Bereich. Und das soll jetzt gleich einfach dafür sein, dass die Farbe schöner rauskommt von der Metals Palette. Und natürlich damit die Pigmente besser halten. Jetzt kommen wir hier zu der NYX Palette. Und, na, geh auf. Da werde ich jetzt diesen Ton hier verwenden. Der hat mir beim Swatchen sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich den mit dem Finger auftragen soll oder erstmal mit einem Pinsel. Ich werde jetzt erstmal einen Pinsel verwenden und zwar nehme ich hier, der war mal aus so einer Essence LA, so ein kleiner, auch so ein flacher. Und gehe damit einmal in die Farbe rein und trage mir den jetzt hier auf. Seht ihr die Farbe? Also ich finde die mega schön. Die ist so, so ein Blau mit einem leichten Goldstich drin. Also die gefällt mir richtig, richtig gut.
das machen wir jetzt auch nochmal auf dem anderen Auge. Und ich werde jetzt nochmal eins machen. Ich gehe jetzt mit dem kleinen Finger rein und gebe mir das nochmal aufs Auge. Ja. Jetzt hat das so ein richtig metallisches Finish. Jetzt wirkt es so grün, gold, blau. Also eine ganz schöne Form, gefällt mir richtig gut. Was sagt ihr dazu? Also mir gefällt die richtig, richtig gut. Und ich glaube, ich gehe nochmal in diesen ganz hellen Blauton rein und gebe mir den hier vorne so ein bisschen auf zum Aufhellen. Und ich glaube, ich nehme mir da ein bisschen Fixing Spray zur Hilfe. Dann nehme ich mir hier nochmal meinen Blenderpinsel und blende das nochmal ein bisschen ein. Aber mir gefällt dieses Blau richtig, richtig gut. Bin nur gerade am Überlegen, weil das hier unten doch, hier hinten doch recht dunkel ist. Schau mal schnell. Und zwar verwende ich hier diese Essence-Palette. Das war aus der Step Into Magic Wonderland, die Palette. Diesen Blauton hier hinten. Und nehme ich mir nochmal den Pinsel hier. Und gebe mir das hier hinten nochmal auf. Ja, ich glaube, das passt ein bisschen besser. So, dann gehe ich nochmal zu der Basic Moment Palette und nehme hier diesen Farbton. Das ist der Liquid Glock. Das ist so ein leicht roséfarbener Schimmerton. Und nehme mir einfach diesen Blenderpinsel hier von Essence aus der Gold Squad LE. Das war so eine reine Pinsel LE. Mir das einfach hier unter den Augenbrauen nochmal auf. Dann möchte ich mal testen, wie gut dieses Grüne hier funktioniert. Und bis jetzt habe ich den ja nur geswatcht hier unten und gehe jetzt einfach mal mit dem Finger hier so rein und tue mir das auch so auf die roten Stellen hier auf. Auch mal hier im Nasenbereich, da bin ich ja auch immer leicht gerötet. Also ich finde, es nimmt das Rot schon so ein bisschen weg. Gut, jetzt hat es natürlich einen Grünschleier, aber der kommt ja dann gleich weg. Was ich jetzt vergessen habe, ich wollte noch hier diesen Insta Prime and Set nehmen. Das ist der von Manhattan. Und damit einfach jetzt mal mein Gesicht primen. Mal schnell mit dem Beauty Blender ein. Ja, wir kommen dann auch schon zur Foundation und da verwende ich hier von Fit Me die Luminous and Smooth Foundation für normale bis trockene Haut in der Farbnummer 110. Dann mache ich mir jetzt einfach mal meine Haare so ein bisschen auf dem Gesicht und gebe mir hier jetzt einfach mal zwei Pumphübe auf den Handrücken und gehe gleich mit meinem Beauty Blender rein und verteile das so ein bisschen. Was ich halt bei Foundation immer extremst wichtig finde, ist, dass man sie gut einarbeitet. Also ja, also da lasse ich mir auch gerne Zeit. Gehe auch immer hier so ein bisschen noch über meine Ohren, weil die immer leicht rot sind. Nehme mir jetzt noch mal einen Pumphub und gehe damit noch mal hier über die röteren Stellen und verteile mir das auch hier unten noch mal. Und was ich jetzt schon mal sagen kann, also dieser grüne Concealer, der scheint hier leicht durch. Also der
Entweder ist die Foundation nicht deckend genug dafür oder ist extrem zu farbintensiv. Und auch immer schön den Hals mit runter blenden, weil ich finde, wenn man hier oben aufhört, das fällt eigentlich auch bei einer gut passenden Foundation sonst immer auf. Dann kommen wir mal zu dem neuen Concealer von Revolution Makeup Revolution London Conceal and Define Full Coverage Concealer and Contour. Das ist dieser hier. Den habe ich jetzt in der Farbe C1 mitgenommen. Den gab es nämlich ganz neu jetzt bei meinem Rossmann. Die haben nämlich die Theke umgebaut. Und da ist jetzt eine Palette drin, habe ich gesehen. Die gefällt mir so mega gut. Die möchte ich mir unbedingt mal genauer anschauen. Die sind auch nicht teuer. Also ich denke, die werde ich mir demnächst dann auch einmal holen. Und das ist eine sehr feste Concealerfarbe, Formulierung, nicht Farbe. Die gebe ich mir jetzt einfach mal hier hin auf und auch noch ein bisschen hier runter. Und auch das arbeite ich jetzt mit dem Beauty Blender ein. Was ich auch gerade sehr interessant finde, also irgendeiner meiner Nachbarn, ober, unter oder neben mir, schaut wohl Formel 1, weil ich höre die ganze Zeit dieses Geräusch, wenn die ihre Runden fahren. Ich hoffe, ihr hört das nicht, aber ich glaube nicht. Dafür ist es nicht laut genug. So, also was ich schon mal sagen kann, das ist jetzt das zweite Mal, wo ich den Concealer auf und er ist schon deckend, ne? Also wenn man es sich so anschaut und auch die feste Konsistenz, habe ich am Anfang gedacht, ja, der wird schnell in die Fältchen kriechen, aber es geht eigentlich. Also es ist jetzt nicht so wie bei dem Catrice Liquid Camouflage, also da habe ich ja Krater des Todes habe ich dann unter den Augen und hier habe ich das eigentlich nicht. Ich lasse den jetzt ein bisschen setzen, wollte ich sagen. Und dann fangen wir nämlich mit dem Puder an. So, der Concealer konnte jetzt noch ein bisschen sich setzen lassen. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal mit dem Schwamm drüber. Und nehme nochmal das überschüssige Produkt weg. Aber hier ist eigentlich fast kein überschüssiges Produkt da. Dann verwende ich hier von bei Terry das Hyaluronic Hydra Powder und da gebe ich mir jetzt einfach etwas in den Deckel rein. Nehme mir meinen Beauty Blender und nehme mir jetzt hier einfach ein bisschen was auf und gebe mir das unter die Augen. Macht ihr eigentlich auch immer so komische Gesichter, wenn ihr unter den Augen oder an den Augen arbeitet? Als nächstes nehme ich mir für mein restliches Gesicht hier das BH Studio Pro Matte Finish Pressed Powder und gehe da einmal mit einem großen Pinsel hier rein. Und gebe das schon mal grob auf. Jetzt machen wir die Augenbrauen und dafür nehme ich von Love, das war aus der Brow Lights Edition oder dieser Limited Edition, ein Eyebrow Pomade und Highlighter. Dazu nehme ich mir jetzt von Müller einfach so eine Augenbrauenbürste und gehe hier einmal durch. Und von Essence verwende ich jetzt so einen abgeschrägten Pinsel. Und gehe damit einfach in das Produkt rein und trage mir das hier auf. So, jetzt nehme ich mir nochmal die Bürste und blende das Ganze so ein bisschen aus, damit es einfach so ein bisschen natürlicher wirkt. Aber dass man halt keine Striche mehr sieht vom Pinsel. Genau. So.
Ja, ich finde halt, dass dieses Produkt sehr, sehr gut zu meinen Augen passt oder beziehungsweise zu meiner Haarfarbe. Und ich glaube, wir verwenden aber auch noch den Highlighter aus dem Set. Und dann nehme ich mir jetzt einfach den Pinsel hier. Das ist, der war mal aus so einer LE von Essence. Der ist aber auch fast hinüber. So ein kleiner Schwammapplikator. Und den verwende ich jetzt einfach hier für den Highlight. Tupfe den nochmal so ein bisschen mit dem Finger ein. Ja, in meiner letzten Glossybox war diese Palette hier drin von Catrice und ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt mal und ich hoffe mal, dass mir die Farben einigermaßen passen, weil sonst werde ich sehr, sehr spooky aussehen. So, haben wir hier einmal hier oben einen Konturton und einen Bronzerton, einen matten Blush und einen schimmernden Blush. Dann haben wir hier ein mattes Puder und einen goldenen Highlighter, einen silbernen Highlighter und so einen Concealer-Ton. Ja. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Contour und da verwende ich mir hier von Essence aus dieser neuen Pinselreihe diesen Contouring Brush und gehe da einfach mal in die Farbe rein, die sehr dunkel wirkt. Das heißt, ich klopfe gut ab. Und gehe dann hier einfach mal meine Kontur. Ja, und es gibt auf jeden Fall Pigment ab und das nicht zu knapp. Dann mache ich das Ganze auf der anderen Seite nochmal auch wieder gut ausklopfen. Und ja, da ist Pigment dahinter, ne? Und es ist, scheint auch sehr rötlich zu sein. Nehmen wir uns und dann nehme ich mir jetzt mal einen sauberen Pinsel und versuche das Ganze nochmal auszublenden. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Ja. Es ist immer noch ein bisschen zu dunkel, aber besser wie vorher. Auf der Seite habe ich nicht ganz so viel Farbe erwischt, da klappt es besser, aber es geht doch. Also es ist jetzt kein Produkt, zu dem ich glaube ich gerne greife, um zu konturieren. Ich glaube aber, ich werde jetzt den Bronzer hier aus der Palette nicht verwenden, weil der scheint mir auch recht dunkel zu sein. Und nehme ich mir dafür diesen hier und zwar ist es aus der Adventure Awaits LE. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr den noch kriegen. Und nehme mir hier diesen Bronzer Brush von Essence, auch aus dieser neuen Pinselkollektion. Und gehe da einfach nur in diesen dunkleren Ton hier rein. Klopfe auch das nochmal gut ab. Und gebe mir den so ein bisschen über die Kontur. Und auch hier oben noch so ein bisschen. Einfach da, wo man halt gerne so ein bisschen gebräunt ausschauen möchte. Jetzt nehme ich mir aber nochmal meinen großen Pinsel hier und verblende das hier oben auch nochmal so ein bisschen. Doch hier nochmal. Dass der doch ein bisschen zu stark ist. Als nächstes nehme ich mir hier auch aus der letzten Glossy Box. Die Produkte seht ihr auch nochmal in meiner Unboxing, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und zwar ist es hier so ein Fan Brush und der ist ein bisschen kleiner als die, die ich bisher habe. Und da gehe ich jetzt auch nochmal in diesen Ton hier rein, allerdings in diesen helleren. Das ist eigentlich wie so ein Highlighter. Und gehe jetzt da einfach mal rein und er nimmt ein bisschen Produkt auf. Und gebe mir den jetzt einfach mal das Highlight drauf. Nee, das reicht mir nicht. Ich nehme mir noch den Becker Highlighter und zwar ist es der Prismatic Amethyst. Ich bin mir nicht sicher, ob es den noch
gibt oder ob das nur eine LE war. Den habe ich ja von meinem Freund zu Weihnachten bekommen. Und den gebe ich mir jetzt hier nochmal auf. Ich weiß nicht, liegt es an dem Pinsel, weil irgendwie staubt es da nur. Aber es kommt irgendwie so wenig Produkt auf das Gesicht. Ich nehme jetzt nochmal den Highlighter-Pinsel von Essence hier und gehe da nochmal drüber. Ja, jetzt. Also. So sollte das aussehen. Ja, dann fehlt jetzt nur noch Blush und da verwende ich von Love einen. Und den habe ich ja ganz günstig im Ausverkauf bei Müller geschossen. Also wenn ihr Glück habt, könnt ihr den auch noch bekommen. Den kriegt ihr aber auch regulär noch in allen Theken. Und zwar ist es der Love Hurtful Healthy Glow Blush in der Farbe 010 Charming Rose. Das ist diese Verpackung hier. Und so sieht die Farbe aus. Und da verwende ich hier von Luxie einen Angel Brush. Und gebe mir den jetzt hier einfach mal auf. So gefällt mir das schon ganz gut. Jetzt müssten wir aber nochmal zu Eva Palette zurückkommen. Und da nehme ich mir einen Smudging Brush, auch aus dieser neuen Essence Pinselreihe, und gehe nochmal in den Farbton Never Ending und gebe mir den hier unten nochmal auf. Und genauso gehe ich jetzt nochmal in den Blauton und gebe den nochmal im äußeren Bereich vom unteren Auge auf. Dann verwende ich noch von Pixie die Augenbrauenmascara aus. Die hatte ich mal aus einer Glossy Box und lege mir damit praktisch einmal die Augenbrauen schön in Form. Die halten dann auch den ganzen Tag dahin, wo sie sollen. Es verschmiert nichts, es verrutscht nichts. Eigentlich genau das, was man von so einem Augenbrauengel erwartet. Und als letztes, oder als, ja, nicht ganz als letztes, es braucht noch ein bisschen was. Aber ich möchte hier mal dieses Beauty Setting Spray verwenden von Model Co. Das war ja auch in meiner letzten Glossy Box. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt ist. Also ich muss sagen, ich hatte das ja schon kurz im Video ausprobiert und da kamen sehr fette Tropfen raus. Das war jetzt nicht so. Allerdings, doch, also es ist eigentlich überall jetzt gut feucht. Das, was es machen sollte. Und es sollte natürlich auch Puder und Foundation verbinden. Also das Puder-Finish ist jetzt so ein bisschen weg. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal mit diesem Manhattan Insta Prime and Set drüber. Und das Ganze lasse ich jetzt einmal gut antrocknen. Dann gebe ich einmal einen Lippenstift drüber und zwar ist das vom P2, die 080 Tell Me a Tale. Das ist so ein richtig schöner, ja, Rosenholz-Newton. Ist halt schön, dadurch, dass das Augen-Make-up jetzt schon ein bisschen auffälliger ist, glaube ich, kann man das so ganz gut tragen. Und was natürlich nicht fehlen darf bei so einem Look, ist eine Mascara. Und da verwende ich momentan sehr, sehr gerne die Lash Sensational Mascara von Maybelline. Das hat dieses Bürstchen hier.
Und ich finde, wenn man Mascara drauf macht, dann wird der Look gleich etwas runder. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look. Ich hoffe, es gefällt euch. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Und gerade dieses Blau gefällt mir echt mega gut. Also ganz, ganz tolle Farbe. Und ja, doch. Also mir gefällt es echt mega gut. Was sagt ihr dazu? Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich dann das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, schaut euch diese Palette noch an, wenn ihr die noch kriegen könnt. Also ich finde die Farben echt mega gut. Also das ist halt wirklich so eine bunte Auswahl. Und man kann damit so viel machen. Gut, es ist eine On-Top-Palette, also es ist jetzt nichts, was man solo verwenden kann. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Dafür sind die Farben hier drin echt mega schön. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten oder hier. Auf jeden Fall hier unten am Ende des Videos irgendwo auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!